Jo, Mann, Leute, kurze Info, bevor es losgeht. Ich habe das erste Mal meine Facecam ausprobiert. Die ist ein paar Mal abgeschmiert zwischendurch. Mein Mikro war auch nicht richtig eingestellt. Das heißt, die Audioqualität war deutlich schlechter als normalerweise. Das Spiel selber hat ein bisschen geleckt immer zwischendurch. Die Performance war nicht gut. Und das Spiel war standardmäßig auf Englisch eingestellt. Das heißt, jetzt hier in der ersten Folge ist genau englische Audio. Und ich hatte die falsche Codierung bei OBS drin. Das heißt, das Spiel und OBS, wo haben beides die Grafikkarte beansprucht. Das habe ich ab Minute 30 im Video ungefähr verändert. Dann habe ich OBS über die CPU laufen lassen und dann läuft das Spiel auch schon direkt deutlich flüssiger. Und dann habe ich im Nachhinein noch geschafft, meinen Spielstand aus Versehen zu löschen. Heißt, nach der Aufnahme habe ich den ganzen Kram dann nochmal neu durchgespielt. Hab dann auch die ganzen Tutorial-Tipps auf einmal gelesen und viele Fragen haben sich mir von selbst beantwortet. Und hab dann noch ein bisschen besseren Loot gefunden, weil ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen habe bei einigen Sachen erkunden und so. Hab eine Schrotflinte und irgendwelche Splittergranaten oder sowas. Also ja, insgesamt das Video hier war ziemlich chaotisch und ab der nächsten Folge wird das Ganze deutlich besser. Schon mal Leute, willkommen zu Starfield. Wir haben recht lange drauf gewartet, 7 Jahre oder so wurde das angekündigt. Heute auch das Video mit Facecam, noch ein bisschen experimentell mit dem Handy aktuell. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen unscharf, leckt hin und da mal und mal abwarten. Ja, Starfield wurde ja vor Ewigkeiten angekündigt, hatte ich damals schon ultra Bock drauf. Von Bethesda hier, wie wir sehen. Ich weiß so ziemlich gar nichts davon, außer halt Weltraum, irgendwie über 1000 Planeten oder so hatten die angekündigt. Kann Weltraum erkunden und ganz schön laut ist das. Hat im Endeffekt so ein bisschen ein besseres, ja, was heißt besseres? So ähnlich wie No Man's Sky. So, ja, 2330. No Man's Sky, halt irgendwie mit Kampf, also ein Kampfsystem haben die ja mit noch Waffen und allem drum und dran, ne? Wie gesagt, ich bin gespannt. Und es geht direkt los. Warum bewegt sich meine Maus so? Okay, wir sind Miner. Ich würde mal, okay, ich kann die Optionen nicht öffnen. Warum ist meine Maus so am Lecken? Was zur Hölle? Die Anzüge finde ich cool. Die sehen geil aus. Alright, wir sind irgendwelche Miner auf irgendeinem Planeten. Man weiß nicht wieso, weshalb. Ich würde gerne meine Optionen öffnen und das Mauslecken fixen. Oh, warte, jetzt geht's. Nein, es geht nicht. Seht ihr das? Das ist ein... Das ist, oh, warte mal, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Und rechts meine Handcam hat irgendwie das Problem ausgelöst. Ich weiß nicht, warum. Aber ich mal deaktiviert und jetzt läuft das Ganze hier recht flüssig. Es ist nicht gut optimiert. Ich spiele gerade auf minimaler Grafik tatsächlich. Und wir sind bei 60 FPS. Ich kaufe mir demnächst irgendwann eine neue Grafikkarte. Oh, ich kann mit dem reden. Die Person ist beschäftigt. Bis dahin werde ich wohl mit den 60 FPS vorlieb nehmen müssen. Alter. Aber wie geil, Digga, sind überall am Main hier mit den Lasern. Oh, die sehen schick aus. Hallo, Miner. Angeblich der letzte Job. Ja, bin ich mal gespannt, ne? Moin, weiter geht's. Aber es sieht schon sehr geil aus, muss man sagen. Was genau meint ihr? Wurde das gesagt? Ich war gerade zu beschäftigt, mein Problem hier zu fixen. Ich mag dieses Lasersystem, das mochte ich ja bei No Man's Sky schon ganz gerne. Einfach mit den Mining-Lasern hier alles weglasern. So. Das die bin ich. Okay, hatten wir vorhin schon. Alter! Munition Cutter, 0 Schuss, 76 Feuerrate. Okay, okay, okay. Masse. Ui. Okay, der ist cool. Drücke mal aus 1 zu feuern. Einfach an den Punkten hier vorne. Okay. Okay, wir sprinten ordentlich. Und ich will hier einmal durch, danke. Okay, wir meinen den Kram ab. Beryllium. Gefällt mir. Oh, alles abgemeint. Digga, was machen die so lange? Oh. Sehr gut, nerv nicht. Ich weiß nicht, wie ich reingeködert wurde, ehrlich gesagt. Aber. Okay. Okay, wir meinen Beryllium hier. Interessant. Rede ich? Ich glaube, ich rede nicht hier. Kann das sein? So. Moin. Ja, ich komme hinterher, kein Problem. Was sind die da so lange beschäftigt? Das dauert nur ein paar Sekunden, so einen Stein abzubauen. Oh. Alter, der sieht ja mal geil aus. Ich wurde nicht auch irgendwo. Ich habe irgendwie versucht, da reinzuhüpfen, aber ich lasse es mal. Kann ich mit euch reden? Ja, hallo? Heller. Ja, ist sehr gut. Okay, die sind alle am Arbeiten, die wollen nicht reden. Oh. Ist aber auch ein bisschen knapp mit der Höhlendecke hier, ne? Wir gehen rein. Oh, okay. Ah, neue Höhle.
Ich mag den Grafikstil sehr hier. Das war alles bis jetzt unter der Erde, aber... Höhere Gravitationswerte? Wir suchen eine Anomalie. Okay. Ja, weiß ich ja nicht. Habe ich eine Taschenlampe? Ich habe keine Taschenlampe. Okay, das bekommen wir später noch, denke ich. Ach, schade. Da lang? Ja, wo lang sonst, ne? Achso, hier geht's noch runter. Okay. Die wollen mich einfach hier vorschicken. Ah, mit F haben wir die Taschenlampe. Halten. Ah, gedrückt halten. Alright, was ist da unten? Ich glaube nichts. Nein, nicht runterfallen. Okay. Die schicken mich jetzt einfach hier vor, wenn ich sterbe, dann haben sie nichts verloren, so in die Richtung. Hilfe. Okay, bist du Beryllium? So, ich nehme noch mit. Wenn wir schon mal hier sind. Ach, guck mal, hier ist noch mehr Beryllium. Nee, du bist kein. Doch, bist du auch. Das nehmen wir doch mit. Ja, okay, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt alles mitnehmen soll. Also, das sieht geil aus. Was. Warum fliegen hier Sachen? Kann ich das mitnehmen? Hallo? Oh. Okay, fliegen einfach ein paar Würfel, die man hier gegen kicken kann. Mein Sichtfeld ist sehr, sehr klein. Das ist, weiß nicht, was da los ist. Aber gut, wenn es noch größer wäre, hätte ich wahrscheinlich noch weniger FPS, also. Ich beschwere mich mal nicht. Man kann es einfach abspalten. Okay, das sieht aber geil aus. Warte mal kurz. Ich muss das einfach mir kurz angucken. Kaelium. Das ist ein seltsames Objekt mit E. Ach, mit E. Hallo? Yo, what? Alter! Digga, ich bin komplett ins Universum. Okay, das hat irgendwie was mit meinem Gehirn gemacht, glaube ich. Hilfe! Okay! Ah! Bethesda, das nehme ich bei Bethesda. Die machen immer richtig raffinierte Ideen, wie man den Charakter so erstellen kann. Das liebe ich. Personalunterlagen. Okay, ich werde jetzt wahrscheinlich eben eine halbe Stunde im Charaktermenü verbringen. Das sind so Presets, nehme ich an. Ich will einfach am ersten bleiben. Das ist so. Ich will mir einfach so einen relativ generischen, normalen Dude machen, würde ich sagen. Anpassungen können im Genlabor gemacht werden. Digga, was? Okay, das, den kenne ich aus Fallout. Du könntest entweder dünn oder schwer. Digga, er sieht aus wie aus Wall-E, diese Menschen. Die nur in den Liegestühlen hocken. Boah, muskulös, dünn und einfach so ein Normie. So, ich habe mich mal optisch relativ generisch gemacht. Nichts Besonderes. So leicht grün gefärbte Haare. Oder leicht ist gut, aber, ne? So schicke grüne Haare. Und ansonsten relativ Normie. Die Augenfarbe kann ich nicht ändern, ne? Ne, ich glaube nicht. Ja, ich habe an der Stelle eventuell übersehen, dass man noch runterscrollen kann. Aber da ich ja, wie gesagt, eher alles zweimal durchspielen musste am Anfang, habe ich beim zweiten Mal beim Charakter erstellen mir einen recht ähnlichen erstellt, aber dann auch tatsächlich runtergescrollt. Ich könnte jetzt so einen Meme-Charakter machen, aber das Spiel werde ich wahrscheinlich relativ lange spielen. Deshalb mache ich mir da mal was Vernünftiges zusammen. So, und jetzt habe ich hier gesehen, wir können auch jede Menge verschiedene Startskills uns aussuchen. Okay, ich habe mich mal ein bisschen durchgelesen hier und ich glaube, ich gehe mit Soldat bei Boost-Pack-Training. Damit kann man Welten frei erkunden, laut dem Teil hier. Und Ballistik, Waffen, immer gut. Fitness nimmt man auch mit. Aber es gibt, glaube ich, nur ein paar, die dieses hier frei erkunden und Waffen haben. Kopfgeldjäger hatte ich noch überlegt, aber das sind zwei Sachen mit Fliegen noch dazu. Ich weiß nicht, ob ich so viel fliegen werde. Ich hätte auch Bock, ein bisschen was zu Fuß zu machen. Bei meinem zweiten Durchspielen habe ich übrigens Kopfgeldjäger genommen. Deshalb, ich gehe einfach mit Soldat. Also ich war in meiner Vergangenheit anscheinend ein Soldat. Und jetzt können wir noch ein Merkmal hier reinpacken. Okay, das sind nicht ganz so viele zum Glück. Okay, das sind alles irgendwelche Sachen, die einen Vorteil und einen Nachteil geben. Okay, es ist echt schwierig, sich jetzt zu entscheiden. Ich hatte gesehen, es gibt ein, zwei, wo man irgendwie ein Grundstück besitzen kann oder sowas. Alien-DNA ist, glaube ich, einmal nicht cool. Weil erstmal eine Alien-DNA zu haben, so ein bisschen, das ist schon cool. Hier, mehr Gesundheit und mehr Sauerstoff ist generell nicht verkehrt. Hier, Heil- und Nahrungsmittel sind weniger wirksam.
Benutze ich in den meisten Spielen aber sowieso nicht unbedingt viel. Bin so ein Horter, ich horte den ganzen Kram immer. So, dann mache ich noch introvertiert, weil weniger Sauerstoffverbrauch, wenn ich alleine bin. Ich denke mal, ich werde die meisten Missionen solo machen. Auch wenn ich, also ich weiß nicht, wie das bei dem Spiel so abläuft. Vielleicht hat man auch in jeder zweiten Mission einen Begleiter dabei. Und ich weiß nicht, wie schlau das ist. Ich nehme mal das mit. Dann habe ich am Boden bessere Gesundheit und mehr Sauerstoff. Im Weltall weniger. Ich wüsste jetzt nicht, wozu ich im Weltall Gesundheit und Sauerstoff brauche, weil ich bin ja, wenn eh, in meinem Raumschiff. Bei meinem zweiten Durchlauf habe ich übrigens statt introvertiert Arbeitgeber genommen. Das heißt, meine Crew kann mein Schiff reparieren, aber dafür kosten Crewleute auch mehr anzuheuern. Benennen haben wir bestätigen. Geil. Ex-Militär, das bin ich. Oh, ich kann doch reden. An was kann ich mich erinnern? Wie ein Traum oder wie eine Vision. Easy there, High Flyer. Probably just the endorphins kicking in when you passed out. Endorphine? Don't go having an experience on me. Okay. You'll walk it off. More importantly, we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Was haben wir bekommen? Zeig her. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be. Speak of the devil. Irgendwas sehr wertvolles auf jeden Fall. Oh, die FPS sind wirklich brutal hier. Hilfe. Ich habe sogar schon eine Mod drin, die das besser optimiert. Sorry. Vorbeizungen Lin. Constellation contact is on approach. Okay. Wait. The Explorers Group? Thought they were kind of a joke. Entdeckertrupp ist unterwegs. Ah, Tür ist offen. Geh mit. Okay, moin, er Champagne in der Ecke. Alter, wie entspannt. Oh, die FPS sind echt brutal. Könnt ihr was looten? Oh, guck mal, Vorratsregal. Aha. Ich muss was mitnehmen. Warum ist meine Maus denn sie so niedriger als seitlich? Ich hoffe, das kann ich nicht mal umstellen. Durchblöcke. Ey, sieht super aus. Ich räume mal eben den ganzen Schrank aus. Oh, das liebe ich ja, wenn man einfach alles mitnehmen kann, ne? Guckt es euch eigentlich an. Ich räume den ganzen Schrank hier aus. Habt ihr ein Problem damit? Nee, ne? Was machst du? Okay. Das Hype-Pfeil, gelbe Flügel. Ach, Dart, ich kann nicht lesen. Dart-Pfeil, okay. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt, ob ich ja alles, also wenn ich halt einfach alles mitklaue. Guck mal, so ein Becher nimmt man mal mit. Nochmal so ein Becher. Ich hoffe, mein Inventar ist nicht zu klein. Kaffee, Chasso, Jibba. Brauchst du das Sandwich noch? Ich nehme das einfach mal mit, ne? Guck mal, ich räume den Tisch für dich ab. Hey, that was my sandwich. Sorry. Heller putting that first aid seminar to work on you, huh? You got a few more dicks to go before I feel like talking to you. Ja, ist ja gut. Ich räume nur hier ein bisschen auf. Die ganzen Taschentücher am Start. Schaumstoffbecher. Ach komm, da kann man doch recyceln, die Plattgedrückten. Moin, brauchst du die Karten noch? Ich weiß nicht, wie das in meine Tasche passt, aber okay, das nehmen wir mal alles mit. Ja, entspannt. Oh, so ein Cutter. Was haben wir hier? Eine Cutter-Kiste. Nein. Auf. Okay. Ich mach mal zu, dann sieht keiner, dass es fehlt. Ach, guck mal, Protokoll. Kistchen mit Erde. Lass mich hier durch. Tablet nehmen wir mit. Die Zitrone nehmen wir mit. Das ist ja das geilste Loot-System der Welt. Du kannst einfach alles mitnehmen. Ordner, guck mal hier. Ach, bisschen Tesafilm. Die Schränke kann man nicht öffnen. Gut, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel verlangt. Okay. Fitness, Inventar. Warte mal ganz kurz. Sternenkarte. Muss ich mal einen Blick drauf werfen. Das ist keine Sternenkarte. Das ist ein Kollegen. Nein, ich wollte. Nein. Okay, das ist die Planetenkarte. Ich kann nur nicht auf die Sterne zugreifen anscheinend. Ah, Leute, doch, ich kann auf die Sterne zugreifen. Okay, wir sind hier auf dem Planeten. Die Sonne. Okay, ja klar, die Planeten alle hochskaliert, sonst würde man hier nichts wirklich sehen. Macht Sinn. Ui, das ist das Sternsystem. Und man kann auch auf andere Sternsysteme. Es gibt über 1000 Planeten oder so. Man sieht, ist das die Gravitationskrümmung-Dingens? Geil, was ist das denn bitte? Okay, das wollte ich. Da sehen wir jetzt ein Sternsysteme. Alter.
Okay, das sind wir mal groß genug. Wir haben auch ein paar mit Namen. Das sind wahrscheinlich irgendwie die Bewohnten oder die Bekannten oder sowas. Interessant. So, Fitness da sind, können wir unsere Skillpunkte alles reinpacken. Okay, wir schalten Skills frei, Herausforderungen, bla bla. Okay. Ah, das sind die, mit denen wir starten. Okay, was wir am Anfang auswählen, dass man kann die, also das sind nur die Sachen, mit denen wir beginnen. Wir können auch noch später irgendwie mehr freischalten. Guck mal, Forschung, Technologie, okay. Die drei Startdinger machen ja gar keinen Unterschied. Gut, warum? Sind das irgendwie 30 FPS hier oder was ist da los? Nun gut, Inventar. So, Kategorie Helme. Wir haben hier Items, Steve-Min, unseren Rucksack. Helm. Und jetzt sehen wir hier alle unsere Helme in der Liste, die ich jetzt hier ausrüsten kann. Haben wir equipped? Okay. Das Menü ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denke ich. Helm ist ausgerüstet. Okay, Luftschleuse wird aktiviert. Eieiei, okay. Auf minimaler Grafik sieht das nicht ganz so geil aus, aber es sieht trotzdem schon sehr beeindruckend aus. Was bist du? Ich brauche unbedingt mal eine Grafikkarte. Das ist echt ein bisschen brutal. Iuuh, Raumschiff. Unser Schiff, ne? Nehme ich an, womit wir jetzt wegfliegen werden. Ich muss mal ganz kurz meine Maus-Sensor richtig einstellen, das geht ja nicht. Triff dich mit dem Kunden. Okay, der kauft unseren, was auch immer wir da abgebaut haben. In der Mine. Okay, die redet gerade schon. Jo, wer bist du? Moin. Diese Person ist beschäftigt. Ey, der Füße hat der. Der gefällt mir auf jeden Fall. Ach, das ist das Ding ja. Lief alles super, ja. Oh ja, stimmt. Ich bin ein bisschen umgekippt vielleicht. Oh, kannst sehen. Kann man so sagen, ja. Könnte man so nennen. Perfekt. Not the most gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, or you ever again. Was ist denn das für ein Teil, Alter? That's why I like you, Lin. Kann ich in das Raumschiff rein? The scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. Ein Schiff, was sich rasant im Orbit nähert. Das da? Piraten oder was? Piraten! Perfekt. Was soll ich machen? Alright, direkt übel im Kampf. Waffe, wir sind dabei. Moin, Junge, auch erste Hilfe, nimm auch mit. Nimm. Habe ich ihn dabei? Optional, nimm eine Waffe. Optional? Wie sehe ich? Das ist mein Laser. Stopp, stopp. Wie ich wirklich meine richtige Waffe? Das, Waffen. Okay. Mehr Schaden, langsamer, weniger Präzision. Okay, es ist ein Mining Laser. Aber sehr viel mehr Schaden. Alter, Eon. 11 Schuss oder was ist das? Ich weiß nicht, was die uns jetzt heißen. Ich nehme es einfach mal. Ich gehe davon aus, dass eine Pistole besser ist als ein Laser. Moin. Eimer, kann ich ihn mitnehmen? Ich habe Munition! Ey, warte mal ganz kurz. Hilfe. Ich brauche Munition. Oh. Hätte vielleicht Feuer machen sollen. Okay, 90 Schuss, bin dabei, moin. Leute, oh shit, einer von uns ist gestorben. Okay, wenn man zielt, ist es ja viel langsamer. Digga, kriegen ja gar keinen Schaden. Okay, ich muss mich kurz ein bisschen gewöhnen. Hilfe, aua, aua, wo bist du, Alter? Digga, der hat mich übel angerufen. Holy moly, wir können die Maus sehr langsam, wenn man hier am Zielen ist. What is. Alter! Wer bist du? Warte, warte, warte! Alter! Luken! Luken, Luken, Luken! Holy shit, ich muss ganz kurz. Okay, ich kann pausieren, das ist sehr gut. Kann man das irgendwie ein bisschen hier. Zielempfindlichkeit, da! Wo sind Piraten? Ich sehe. Achso, die sind markiert, lol! Habe ich einen Nahkampf? Warte mal ganz kurz, ich muss kurz was testen. Ich muss wenig Gesundheit, drücke 0, um Medipack zu verwenden. 0?
Null. Okay, ah, unten rechts haben wir unser Leben. So, erstmal wird hier alles gelootet, was geht. Das Looten ist sehr cool, man muss einfach nur E spammen quasi. Das kennen wir von allen anderen Games. Oh, das waren unsere Verbündeten. Und? Ja, kann ich auch nicht glauben, dass sie uns angegriffen haben. Das ist eine Frechheit, ist das. So, noch irgendwas hier? Was ist das? Ich glaube, das war's. Ist er tot? Nee, er lebt noch. Alright. Bei den 20 FPS ein bisschen schwierig zu kämpfen, aber ja. War lustig. Vielen Dank. Ja, wenn sie mir sagen kann, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei. Okay, eine Uhr gibt er mir. Nehme ich mit. Dankeschön. Okay, er bringt mich zum Schiff. Digga, er ist richtig am Hüpfen, ne? Alright. Jetzt machen wir unseren ersten Sternflug hier, habe ich gehört. Heile ich mich? Ja, ich heile mich, ne? Okay, die Leben gehen doch schon ziemlich schnell runter tatsächlich, ne? Aber. Warte mal ganz kurz. Ich will auch ein Erste-Hilfe-Paket. Habe ich das mitgenommen? Okay, ich habe es mitgenommen. Das heißt, es ist irgendwo noch bei mir in meiner Tasche, gammelt das rum. Ach, du bleibst sogar stehen, wie war das auf mich? Sehr nett von dir. Just up the ramp, Captain. I'll be in the external robotics bay. Okay. Moin. Also, wie packe ich meine Waffe wieder weg? Nein, so nicht. 1, 2, 3, 4, 5, Q. Oh, Medipack. Perfekt. Das wollte ich zwar nicht, aber geht auch. R, F. Kreatur, Mineralien und Pflanzen kann ich scannen. Okay, F ist ein Scanner. Kennt man aus No Man's Sky. Y, X, C, V. Ah, V ist Nahkampf. Gut zu wissen. Gut. Oh, ein Pharma-Kit haben wir. Oh, habe ich mitgenommen. Gut. B, G, H. H ist das. T, Z, U, I, K. Okay, ich glaube, man kann die Waffe nicht aus der Hand ausnehmen. Gut. Akzeptieren wir einfach mal. Also. Frontier einsteigen. Okay, das ist nur die Laderampe hier. Moin, wir gehen hoch. Wir an Bord des Schiffes. Boah, kann wieder alles mitnehmen hier. Aha. Ach, zeig eine Bombe mit. Digga, das Looten ist noch besser als in Red Dead. Und da fand ich das Looten schon sau satisfying. Hilfe, das ist die Planetenkarte. Kim, okay, ich müsste mal angewöhnen, mit Tab zurückzugehen, nicht mit Escape. Ah, okay. Irgendein Logbuch. Forschungsstation. Ist das mein Raumschiff jetzt? Nee, oder? Ich kann Sachen forschen. Oh, Waffen. Wichtig. Das Menü ist irgendwie 30 FPS gecaps. Ah, da brauche ich Ressourcen für Aluminium, Chlorsilane. Noch nie gehört, Dichtmittel, Nickel. Okay, und wenn ich die Ressourcen habe, kann ich die Waffen erforschen anscheinend. Laufmodus. Verschiedene Upgrades für die Waffen, I guess. Kann ich irgendwas erforschen? Wolfram Kosmetikum Polymer. Okay, ich glaube, ich kann so ziemlich nichts erforschen. Roboter Alter, okay, aber es scheint einige Sachen zu geben hier. Aber gut, macht Sinn. Ich habe ja auch nichts dabei, außer das Zeug, was ich in der Mine mitgenommen habe. Außer wir gehen mal ins Inventar und wir schauen mal nach. Inventar nicht verfügbar? Okay. Halt nicht. Ach, warte, nicht, weil ich in Forschungsstationen-Dings war, ne? Ah, guck mal, hier haben wir es doch. Neue Items, okay. Helm, Munition, Hilfe, Ressourcen. Da sehen wir die. Okay, wir haben 7 Beryllium. Alright. Ah, das ist so ein Massesystem, ähnlich wie ein Ark. Das heißt, wir haben 135, das wir tragen können und manche Waffen, also die Sachen, die wiegen ja alle unterschiedlich viel. Das finde ich auch ein cooles System, muss ich sagen. Wir haben 5 Waffen dabei. Eine Rettungsaxt. Eieiei. Die gefällt mir. Oh, und so ein Sturmgewehr. Das macht zwar deutlich weniger Schaden, aber ist halt auch deutlich schneller. Wir können das vergleichen mit V. Okay. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne. Kann man nicht irgendwie 2 Waffen sich machen, weil ich so meine Axt habe und dann so meine Pistole? Ich equip die einfach mal, weil ich es kann. Warte, ich kann auch einfach hier nichts equippen. Alright.
Ah, so lege ich die Sachen aus meiner Hand raus. Gut, wir haben ein Bett. Och, guck mal hier, ein Topfdeckel. Dann macht es ja gar nicht so Sinn, wenn ich wirklich alles hier mitnehme, oder? Weil ich kann ja eh nicht ohne Gabel und noch ein Messer. Ich kann ja eh nicht alles verschicken. Aber, naja, das kann man ja auch rauswerfen, sonst, falls man es doch nicht braucht. Und Gemüse, ich kann kochen? Wie geil ist das denn? Ein Streifen Alienfleisch. Moment, das kann ich kochen. Da, nee. Kann ich das kochen? Nö, kann ich nicht. Orten kann ich das. Und dann kann ich irgendwie Aliens orten, um das Fleisch zu braten. Okay. Hühnchen. Dahinter haben wir noch einen Wasserkrug. Kann ich mir Kaffee machen? Nee. Lunar Robotics. Okay. Wir gehen hier durch. Luke öffnen. Ui. Coole Luke, mal keine Schiebetür, mal was Neues, Innovatives. Kaffeetassen. Chunks Apfel, ein verpackter Apfel. So eine Plastikverpackung für einen Apfel. Eieiei. Das ist ja schon realistisch. So. Oh, ich kann fliegen. Raumschiff fliegen ist halt auch immer wieder super. Habe ich das schon mal gemacht, dass wie es geht? Space, um abzuheben. Space, um in Space zu kommen. Jo, der komplette Sing ist okay mit der Cutscene. Sehr schick, fette Triebwerke. Fällt mir. Okay, man muss nicht per Hand starten und so schnell, also, ne? Auch das 30 FPS hier, naja, das wird mal gefixt, hoffe ich, genauso wie die Performance-Probleme. Da ist der Planet von mir gekommen. Du kannst wirklich einfach hier frei rumfliegen. Okay, in die Schiffssystem muss ich Energie zuweisen mit Alt und dann W, A, S, A. Okay, wir haben Laser, wir haben A, oh mein Gott, okay, das ist ultra, das komplexe System. Die Schiffe Energie macht Sinn. Okay, das heißt, ich kann jetzt einfach meine verschiedenen Energien auf die Schilde schieben und auf die verschiedenen Waffen. Wie geil ist das denn? Ja, sofort. Okay, wir haben hier Laser, Ball ist ballistisch, also wahrscheinlich einfach irgendein Maschinengewehr oder so. Raketen. Antrieb. SCA-Schilde. Das ist Antrieb, das könnten Bremsen sein. Aber ich weiß es nicht. Okay, 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 pass auf, Moment. Erstmal. Okay, wir können so einfach Tempo verringern und erhöhen, macht Sinn. L-Shift bei einem Tempo-Boost, aber in welche Richtung denn? Wo soll ich denn hinfliegen? Einfach irgendwo hin? Fliege ich mal auf den Saturn zu, oder was das da immer für ein Planet ist? Oh. Hilfe, oh Gott, was ist das denn? Schilde, gut. Mehr Schilde zu den Energie, mehr andersrum. Unten rechts ist Schilde, okay, das ist ultra das komplexe System, aber ich lieb's. Das wollte ich nur mein Sky immer haben. Okay, unten rechts haben wir die Schilde, aber unten links SCH ist wahrscheinlich die Schildenergie. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal die Schildenergie auf 0 packen. Schild offline. Wow, 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 ich hab gerade mein Schild abgeschaltet. Nein! Was ein Scheiß. Stopp! Wo sind die Raumschiffe? Komm her, komm her, komm her, komm her. Wo bist du? Moin. Okay, Maus 2. Moment, du bist ballistisch. Wie schalte ich um? Ah! Du bist ballistisch. Und mit Maus 1 haben wir Laser und mit G haben wir Raketen. Alright. Mein Raumschiff ist ein bisschen fett zum Wenden, glaube ich. Also G sind Raketen. Wir haben da alles verschiedene Knöpfe. Kann ich alle Sachen gleichzeitig feuern? Ich kann alle Sachen gleichzeitig feuern. Das waren seine letzten Worte. Seine letzten Worte. Okay. Zwei weitere springen zu uns. Alright. Die ballern wir kaputt. Hilfe. Meine Schilde sind ganz schön am Arsch, könnte man sagen. Oh, ich bewege mich so langsam. Achso, rechts kann man drücken. Wir ballern erstmal alles hier rein. Grafantrieb. Okay, GAV ist der Antrieb. Jetzt wissen wir das auch. Ja, wir melden das. Gar kein Problem. Wo bist du? Moin.
Nicht auf mich schießen. Wir haben zum Glück Zielerfassung, das finde ich sehr gut. Alter, die halten aber auch was aus, ne? Umdrehen und ballern. Du bist weg. Eieiei, macht das Schaden, wenn ich die Gegner, wenn wir Schilder an, ne? Okay. Den Piratenboss gehen wir gleich kaputt machen. Fällt mir. Dann, was tun wir? Ah, hier ist ein Raumschiff. Ich echt einfach das Raumschiff geschenkt. Okay, scheint wohl nicht so das Krasse zu sein, aber gut sieht das aus. Gefällt mir. Ach, wir haben sogar hier Dinge ins 11 Meter seit. Okay, das ist recht groß sogar, ne? Treibstoff, Hülle, Fracht. Wir haben Höhlenschaden bekommen, weil unsere Schilde kaputt gegangen sind. Reaktor. Q2. Ach, der Roboter ist noch in der Crew und ich logischerweise. Absprungdistanz 16 Lichtjahre. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Dann würde ich sagen, wie machen wir den Sprung? Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Du bist markiert und wir reisen. Glück halten. Mit R. Entspannt. War das dieser Graphantrieb jetzt, auf den ich hier Energie geleitet habe? Ich weiß es nicht. Ich packe mal wieder hier auf meinen normalen Antrieb alles drauf. Okay, Orbit. Wir sind im Orbit und okay, okay. Datenmenü zu öffnen. Und von hier kann man auf die Sternkarte zugreifen, um zu landen. Ach, von dem sind wir auch gerade losgeflogen von dem Planeten. Okay, und jetzt landen wir hier. Wie lande ich? Landeziel festlegen, Maus 1. Und landen mit X. Entspannt. Also macht das gar nicht selber großartig, sondern man wählt immer nur aus hier und da. Ist nicht so reibungslos wie bei No Man's Sky anscheinend. Okay. Aber mit schicken Cutscenes und so habe ich kein Problem mit. Der sieht geil aus, der Planet. Okay, verlassen. X direkt vom Schiff raus. Tatsache. Muss man nicht immer selber den Weg laufen hier. Alter. So habe ich mich damals auch No Man's Sky vorgestellt. Ich sag's, es ist nicht No Man's Sky, es soll nicht No Man's Sky sein, aber es erinnert stark daran, logischerweise. Und einfach mal gucken, mal wie geil das aussieht hier. Meine FPS sind sogar gar nicht mal so schreckliche. Holy shit. Alter, eine Basis. Da will ich hin. Da muss ich wahrscheinlich auch hin. Das ist das Piratenversteck. Okay, Sauerstoff haben wir unten. Digga, hat er mich erschrocken. Okay. Wir haben unten CO2 und O2. Der Sauerstoff wird noch zu CO2 halt abgasen, whatever. Was wir ausatmen, das irgendwo gespeichert werden muss. Warum muss ich die Luke offen lassen? Kann ich die zumachen? Okay, ich glaube, ich soll wirklich einfach dahin laufen. Ja. Okay. Ich rüste meine Waffen mal wieder aus. Okay, das Waffen ausrüsten, ich hoffe, das geht irgendwie schneller später. Ich würde, glaube ich, mal sogar mit meinem Maschinengewehr hier reingehen. Meinem Mähstrom. Kann ich noch irgendwas anderes hier mitmachen? Untersuchen, sortieren, Favorit ablegen. Ich mach mal als Favorit. Schnellplatz, ja! Ah, jetzt verstehe ich, wie das System funktioniert. Jetzt habe ich nämlich auf der 1 mein Maschinengewehr, auf der 2 die Pistole, auf der 3 meine Axt und auf 4 aber mein Laser. Geil, kann ich irgendwas hier abfarmen? Nö, ich glaube nicht. Nun gut. Ah, warte mal, da mache ich mir doch einfach einen anderen Platz, wo ich dann... Okay, ich kann nichts auswählen anscheinend. Oh mein Gott, da vorne ist noch irgendwas. So, ich habe gerade meine Codierung mal auf meine CPU gestellt. Das heißt, das Spiel hat jetzt mehr Grafikkarte zur Verfügung. Und ja, die Auslastung ist auch komplett durchgehend bei 100% im Spiel bei der Grafikkarte. Also, da brauche ich definitiv eine neue Medipack. Herz Plus. Herz Plus wird mitgenommen. Okay, also irgendeine Geheimbasis von der UC, den United Colonies. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so... Diese galaktische Vereinigung. Schraubenzieher. Ach, warte, ich habe doch meine Taschenlampe hier. Aha. Guck mal, auf einmal sieht man auch wieder was hier. Okay, moin. Thermoskanne, Würfel, Bücher, Papierdingens, ein Hammer. Nimmt man mal alles mit, würde ich sagen. Und wir gehen da oben. Ich weiß gar nicht. Ich will alles looten hier, aber ich krieg das halt nie im Leben alles untergebracht in meinem Inventar. Was haben wir hier? Oh, Kaffeetasse. Notizblock. Kann ich hier irgendwas einstellen? Nee, ne? Ah, okay, ich glaube, hier sind nicht unbedingt. Ah, okay, vielleicht auch nicht. Toxin. Was bist du? Okay.
Ja, ich gehe jetzt mal nach oben. Notizbuch. Gut, ein Notizbuch kann man noch mitnehmen. Hallo? Was bist du denn? Thermoparasit, der ist ja komplett ekelhaft. Oh mein Gott, wie schnell schießt meine Waffe? Das ist ein komplettes Maschinengewehr. Alright. Ordner, nimmt mal alles mit. Schlagschrauber. Okay, cool. I guess. Kann ich die ganzen Sachen auch, wenn ich jetzt so einen Hammer einsammle, kann ich den auch als Hammer benutzen wirklich? Oder ist das halt nur so Loot? Keine Ahnung. Flasche mit Genprobe. Es gibt ja, also der arme Typ, der die ganzen Loot-Sachen sich ausdenken musste, ne? Der war auch überarbeitet. Immer eine Zange. Okay, Munition, wichtig. Jetzt allein die ganzen 3D-Modelle dafür, ne? Ich weiß schon, warum die so lange hier gebraucht haben. Das Spiel, das bietet auf jeden Fall einiges. Yes, Nährstoffgewebe, let's go. Ecke Alienfleisch. Oh, Medipack, wichtig. Schön, dass die überall Medipacks in allen Türen hängen haben. Finde ich gut. Oh, Kiezblock. Okay, noch irgendwelche Alienschlangenviecher, die hier oben krabbeln. Irgendein Analogkram. Oh, ein bisschen Besteck nimmt man immer mit. Ja, ich sehe mich schon, die stundenlang immer nur irgendwelche random Räume looten. Oh! Credits 378. Ein Digi-Dietrich. Okay. Lagerkiste, noch mehr Credits. Boah, Bücher. Ein bisschen was lesen in der Freizeit, passt. Was ist das da unter dem Schreibtisch? Unter dem Wagen. Irgendwer redet hier. Gut, ich beeile mich mit dem Looten. Bin nicht drauf geachtet, was das war. Kugelwasser. Weinglas. Ein Radio redet hier, wenn man meint. Oh, Weingläser, Alter, wie geil. Piraten. Checken. Hast du es gesehen? Lampe aus. Okay, kann ich mich ansneaken? Nicht mit meinem Maschinengewehr. Oh. Und ihr gehört, dass sich die Tür öffnet hat? Egal. Augen zu und rein! Okay, die fressen vier. Was haben die für eine Rüstung? Holy moly. Okay, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine richtige Kackwaffe hier. Sauber weggemäht. Mal lieber Rattler Leder Streetwear. Weiß ich nicht, was das alles ist. Grendel. Ich sammle wieder alle Tische hier mit ein. Ich meine, die Entwickler würden ja nicht die ganzen Loot hier platzieren, wenn es keinen Sinn machen würde, die mitzunehmen, oder nicht? Also zumindest nicht im Tutorial-Level. Das kann ich sicherlich alles nochmal irgendwann verkaufen, an irgendeinem Schrotthandel, Platzmarkt, was auch immer. Und mache hier ein bisschen Geld. Verkaufsautomat? Digga, ich habe gerade einfach hier so ein Bänkeautomat. Ich werfe meine Credits hier rein und die Credits, die ich reinwerfe, die... Okay, ich habe gerade 150 Credits reingeworfen. Und mir zwei Getränke gekauft. Gut. Nun ja, was will man machen? Also wir wissen, die Inflation hat auch gut reingekickt. Jo! Digga, die fressen aber auch. Eine Rettungsaxt. Geil. Heilpaste. Die fressen ja komplett. Die Rüstung brauche ich auf jeden Fall auch, die die haben. Ist es so ein RPG-mäßig, dass es so immer bessere, stärkere, höher leveligere Waffen und Sachen gibt? Weil ich meine, es gibt XP, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es so ein RPG-System auch gibt. Tür, ja. Ein Klo. Milch. Wer denkt sich dann bitte, ich nehme jetzt mal drei Bücher und eine Packung Milch mit auf Klo. Mit Toilettenpapier. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon, ne? Okay, bevor wir jetzt hier reingehen, haben wir eine bessere Waffe bekommen. Weiß nicht, welche Rüstung gut ist, weil auf welche Werte muss man achten? Wir haben weniger EM und weniger Thermal, aber mehr physisch. Ich glaube, physischer Schaden ist erstmal besser, ne? Komm, wir nehmen dich mit. Was ist SR? Ist das so ein globaler Wert? Ich nehme mal das, das hat den höchsten SR und hat den höchsten physischen Schutzdingens. Ah, hier sehen wir die Munitionstypen. Okay, es gibt richtig, es sind alles so Kaliber-Dingens und so. Ich gehe einfach mal weiter und gucken, was hinter der Tür ist. Achso, öffnen. Niemand da. Stabile Bildschirme. Gut. Ich lasse meine Lampe mal aus, damit die mich nicht kommen sehen. Oder wissen die schon, dass ich hier bin? Die haben wahrscheinlich gehört, dass ich unten geballert habe, oder? Oh, Klebeband. Schön. Noch so ein Globus. Der Terrormorph ist frei.
Ich glaube, das war eine Aufnahme, aber trotzdem. Oh, Medipack. Oh, ich bin im Computer. Digga, was? Ich kann mich durch die Daten. Hier kann ich die Daten alle downloaden? Kann ich einfach einen kompletten Computer downloaden? Okay. Anscheinend nicht. Schrotflintenpatrone. So muss das sein. Okay, irgendein Thermo, was auch immer, was das für ein Viech war. Ich habe den Namen wieder vergessen. Scheint irgendwo ausgebrochen zu sein. Weiß nicht, ob das relevant ist. Oh, ich kann schlafen. Nee, schlafen will ich nicht. Nein, stopp. Ich könnte jetzt ziemlich einfach hier ausruhen, ne? Aber mein Sauerstoff geht aber auch nicht runter, ne? Lese ich das richtig soweit? Ja, ich glaube, hier gibt es noch irgendwie. Vielleicht gibt es auf dem Planeten Sauerstoff. Weiß es nicht. Ach, hier können wir alles mit dem ganzen Regal. Oh mein Gott, das ist geil. Ich achte gar nicht mehr drauf, ich sammle einfach alles ein hier mittlerweile. Gut. So viele Nebenräume. Digga, das ist ja übel. Ist das alles zufällig generiert oder ist das per Hand designt? Das wäre mal geil zu wissen. Aber ich meine, bei 1000 Planeten muss ja irgendwas zufällig generiert. Okay, meine Taschen sind voll. Gut, dann hören wir auf zu looten und sprinten hier einfach durch. Wird hell gesagt. Ey! Alter, ich bin übel angegriffen. Komm her. Gut, du bist eingesammelt. Oh, wer schießt, wer schießt? Ey! Stirb! Piraten abschauen! Alter, ich treffe den nicht. Gut. Hilfe, noch einer. Ich treffe nichts von hier unten. Alter, war das ein Headshot? Das Kackeländer ist auch so ekelhaft im Weg. Keine Munition! Okay, wir wechseln zur Pistole. Alter, die macht gut Damage, kann das sein? Ist er gestorben? Ja, Hilfe, alles schießt hier von irgendwo nach irgendwo. Was macht der Roboter hier? Schießt der zurück? Ich muss mal ganz kurz, habe ich meine andere Waffe noch gegriffen. Habe ich ganz vergessen. Hier. Grendel. Packen wir auf die 5. Und was haben wir hier? Rattler. Und packen wir auf die 6. Okay, da haben wir sogar noch Munition. Und Piraten. Alle Piraten abschauen. Na, alles da. Credits, nehmen wir alles mal mit. Brauche ich gerade Sauerstoff? Ah, ich lade meinen Sauerstoff auch wieder auf, wenn ich nicht laufe. Ah, der meint sich gerade, wenn das Haar so voll ist. Okay, ich muss irgendwas rauswerfen. Mist. Moin, Wissenschaftler. Du bist tot. Dem ist ein Sauerstofftank explodiert. Oh, was für epische Musik. Haben wir es alle? Bin bereit, noch mehr mit euch aufzunehmen. Meine Freunde. Oh, Waffenkoffer. Equinox? Wir nehmen das Equinox mit. Mikroskop. Es lohnt sich alles nicht mitzunehmen, weil das ist dann, also, wenn es so viel wiegt, ne? Man müsste auf die leichten Sachen Ausschau halten. Guck mal, so eine Flasche mit Genprobe, die wiegt halt nur hier 10 Gramm oder sind das Kilo wahrscheinlich, ne? Hab ja irgendwie einen krassen Anzug, der irgendwie noch extra viel mich tragen lässt oder so. Dann könnte ich jetzt die 135 Kilo tragen, ohne Einschränkung. Rumstoffbecher, guck mal, die leichten Sachen kann man ja schon eigentlich mitnehmen, ne? Ich könnte mal ein, zwei Waffen vielleicht loswerden, weil die wiegen ja echt dumm viel. Guck mal hier, 11 packen wir weg. Rettungsaxt, brauchen wir nicht. Ich habe 6 Rettungsäxte. Ah, deshalb wiegen die auch so viel, jetzt macht es auch Sinn. Okay, guck mal hier, jetzt nehmen wir vielleicht die Pistole, packen wir auch nochmal raus.
macht das alles schon viel eher Sinn. Etwas weniger physisch, aber sehr viel mehr korrosiv, sehr viel mehr thermal und ein bisschen mehr Energie. Weniger luftbasiert, weniger Strahlung. Ich weiß nicht, was es heißt. Ich ziehe mal meinen Piratenangriff an. Deine Uhr piept schneller, wenn der Schutz seines Anzugs nachlässt. Meine Uhr? Ach, und links ist meine Uhr. Ey, jetzt gehen wir doch nicht den Weg. Ich will das Medipack mitnehmen. Oh, die haben Lampen. Ich will mich fast schon anschleichen, aber ich krieg die ja nie im Leben leise tot. Moin! What? Dem ist ein Sauerstofftank. Kann es sein, dass wenn ich einen Sauerstofftank abschieße bei dem, der sich dann explodiert? Dann müsste man darauf ja irgendwie zielen immer, ne? Moin! Egal, der kassiert ja komplett. Au! Hier ist eine Ecke. Roboter kümmert sich darum. Bisschen Mehlstrom. Alright. Hallo Pirat. Wie viel Nahkampf macht. Stopp! Oh. Okay, Nahkampf ist nicht wirklich sinnvoll. Credits und Munition nehmen wir auf jeden Fall mit. Waffen muss nicht unbedingt sein. Alright, wir gehen hier hoch. Moin. Dich haben wir umgehauen. Da, das nehmen wir mit. Waffen können wir liegen lassen. Und wir gehen durch die Tür. Boop. Niemand da. Oh, ein Wissenschaftler. Credits. Noch so ein Dietrich, aber davon haben wir ja schon welche. Wobei, vielleicht sind das nur so einmal Use-Zeile, die man einmal benutzen kann. Munitionskoffer. Muss ich hacken oder was? Also was? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Lol. Wir müssen alle Dingens hier füllen. Er passt unten in die beiden. Okay, jetzt macht das Ganze Sinn. Ah ne, da oben ist einer übrig. Kann ich das irgendwie drehen? Ah, ich kann das drehen mit A und D. Das muss man einem doch sagen. Jetzt macht das Ganze Sinn. Guck mal. Auf einmal kann ich hier auch auf magische Weise... Ne, so rum nicht. Niedriger einstellen. Ne, so rum auch nicht. Mal hier. Okay, hab mich schon gewundert. So, jetzt machen wir dich hier rein. Okay, mal erst den äußeren, dann den inneren Kreis. Ah, guck mal. Bingo. Wir sind drin. Gut. Das alles für ein bisschen Munition. Aber hey, jetzt können wir Hacken, Dietriche benutzen, was auch immer. Das heißt, Dietriche sind ziemlich sinnvoll und da sollte man auf jeden Fall immer ordentlich welche mitnehmen. Masse 0. Masse 0 ist super. Und die Blöcke wiegen auch sehr wenig. Okay. Ja. Ein Safe. Sowas gefällt mir doch. Oh, oh mein Gott. Digga. Hilfe. Du bist gelootet. Siege Dietrich. Perfekt, liegen direkt vor dem Ding ins Käfig. Ich hatte einfach ein Käfig dabei. Okay. Kann man machen. Okay, der Safe wird jetzt auch mal gelootet hier. Safe in Sperren. Was haben wir hier? Ach, noch ein Tablet. Wollen wir mal mit. Okay, safe. Hacker-Modus aktiviert. Wir packen die rein. Wir drehen. Nein, nein, nein. Stopp. A mit Q kann ich auch hier mal durchswitchen. Dann wollen wir das aber richtig drehen. Wir wollen jetzt hier. Nee, so nicht. Aber die Funktion. Hier passt ja gar nichts. Okay, das heißt, der erste muss falsch gewesen sein. Okay, das ist dich packen wir rein. Und dann mit Q gehen wir hier rein. Bam. Erste Ebene frei. Ich kann rückschalten, geht nochmal ein bisschen schneller. So. Und der letzte. Okay, das macht Spaß, das Hacken. Das ist ein cooles Hacksystem. Credits 846. Munition. Modifizierter Rattler. Reflexvision, panzerbrechende Munition. Okay, ich bin überzeugt. Das kann ich vielleicht auch von dem Rattler dann auf meine Maschinengewehrwaffe draufpacken. Denke ich mal. So, Piratenkapitän. Der ist doch hier in der Basis. Das sind wir doch hier, ne? Ist der so, der sollte doch. Ach, hier können wir noch oben gehen. Forschungskiste, verstärkter Helm, Tiefminen. Tiefbohren, Rucksack, adaptiver Rahmen, Kupfer und Chlor. So muss die Beute aussehen. Ah, wir hatten einen Tool Mining Rucksack, aber das hier ist ein Tiefbohren Rucksack mit einem einfachen Boost Pack. Bin ich dabei. Verliert abhängig von seiner Gesundheit bis zu 100 Energieresistenz.
Ziehen wir an, werfen den Piratenhelm raus. Nein, mit R. Roboter, kommst du? Oder bleibst du da stehen? Okay, ich mache mal die Tür auf. Boom. Hui. You gotta be kidding me. Hallo. The Frontier has a new captain. Will ich direkt angreifen? Nee, ich sag erstmal, dass die aufhören sollen, uns anzugreifen. Wir können versuchen, die zu überzeugen, dass wir auf meinem Schiff keinen Schatz haben. Haben wir den Schatz auf unserem Schiff? Ne, wir haben es auf unserem Schiff, glaube ich, ne? Ich versuche mal zu überzeugen. Wir fangen mal friedlich an. Musst erfolgreiche Entscheidungen treffen. Dabei kannst du aus Schmeicheleien, Ablenkungen oder sogar Bedrohungen wählen. Alles war cool. Nur eine begrenzte Anzahl an Entscheidungen. Scheitert das jedoch nie, wenn die letzte erfolgreich war. Alright. Pass auf, wir können jetzt versuchen, den zu überzeugen. Okay, Digga, was ist das für ein krankes System? Wir haben hier drei Züge und jetzt können wir die richtige Entscheidung treffen, dass die... Kann ich da oben scrollen? Das ist die Schwierigkeit anscheinend. Und warum scrollt er nach unten, aber dann nicht mehr nach oben? Was soll das? Muss mit dem Mausrad nach oben? Aber auch das geht nur, wenn ich... Okay, naja. Weil das hier ist unten so ein Bedrohungsding. Das ist dann schwieriger, das zu schaffen, denke ich mal. Mit meinem... Ich weiß nicht genau. Ich gehe mal einfach auf den... Ihr hört euch. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Das kann nicht sein. Ihr könnt sofort an Bord der Frontier kommen und euch umsehen. Oder wenn ihr Schiffe... Na, ich bleib mal ganz simpel und einfach. Ihr könnt euch das gerne ansehen. You mean that, don't you? You really haven't found anything on board? Can't believe this. Geil. There isn't any treasure? We've been trailing that old constellation. Kein Schatz auf meinem Schiff. Nope, nix da. Get out of here. Take your robot and your ship and get out of here. I see you all again, you're dead. Bin ja schon weg. Okay. Drücke öffnen, den Scanner zu öffnen. Nach dem Kartensymbol des Schiffs und drücke darüber E. Ah, ich kann auch Schnellreise zum Schiff machen. Hier, Schnellreise. Darüber. Ach, ich muss es sehen können. Wenn ich sehen kann, kann ich hinreisen. Ist cool, spart bisschen Laufweg. Haben wir friedlich gelöst. Diplomatisch, ohne Stress, finde ich super. Neuatlantis, okay. Das hat ja perfekt funktioniert. Das hätte ja nicht besser laufen können. Wir gehen hinten quatschen ein bisschen mit den Piraten. Ich sage, Jürgen, kein Schatz, das hauen wieder ab. Kein Stress, also bis auf die paar, die in der Basis drin waren. Aber die haben mich hier angegriffen. Da kann ich ja auch schlecht was gegen machen. Alles im Sinne der Selbstverteidigung. Ich bin ein richtiger Profi-Diplomat, ey. So, wir sind im Orbit. Okay, wir peilen die an und fliegen rüber nach Alpha Centauri. Der Graph-Antrieb wird hochgefahren. Weil ich keine Energie auf dem Graph-Antrieb habe, kann er nicht hochfahren. Das ist ja übel geil. Okay. Wir leiten Energie um von normalen Antrieben auf unsere Graph-Antriebe. What? Was steht da alles? Irgendwas Wichtiges? Okay. Digga, ich liebe dieses Spiel. Jung, was war denn das? Digga, übel die Raumzeit gefickt. Komplett auf das Universum. Alter. Geil. What? Der entleert sich selber auch wieder. Okay, ich lade wieder Energie auf die Antriebe. United Colony Security, Kurs beibehalten auf Scan. Scan wird ausgeführt. Okay, wir werden gescannt. Scan complete. No contraband. Keine Schmugglerwache. You are cleared for landing at New Atlantis. Dankeschön. Und wir landen in Neu-Atlantis. Zur Karte. Alter, Fracking-Station, ziviler Außenposten. Das ist die Erde. Das ist die Erde. Oh, hier ist der Mond. Wie süß. Guck mal. Natürlich, wie gesagt, alles sehr hochskaliert, ne? Typisch in Spielen, weil sonst erkennst du einfach gefühlt gar nichts. Aber sehr, sehr geil. Oh, ich hätte nochmal Bock auf andere Planeten zu gehen. Aber gut, wir landen erstmal auf der Erde in Neuatlantis. Ist das die Erde? In der Zukunft. Da haben sich die... Aber ein paar tausend Jahre der Zukunft verschieben sich doch nicht die Platten großartig. Oder vielleicht ist es auch nicht die Erde. Ach nee. Wir sind im Alpha Centauri-System. Natürlich ist das nicht die Erde. Was? Okay, aber gut, die Erde. Wir landen in New Atlantis. Ui. Kann ich irgendwas im Raumschiff noch machen? Spind des Captains?
Ich kann Sachen in meinem Spind lagern. Ich lasse die mal liegen. Wir gehen einfach jetzt mal hier raus nach Neuatlantis. Moin. Hier immer Ladebildschirm auf der Leiter. Hätte man vielleicht besser lösen können, aber ui. Neuatlantis. Schicke Stadt. Ah, das Schiff sieht schon geil aus, ne? Missionsstatus. Was stand da? Irgendwas mit Missionen? Okay. Kann ich die Planetenmap irgendwie öffnen? Ja, guck mal. Okay, hier haben wir die Planetenmap. Wir sehen hier... Okay. Wir haben hier Fragezeichen, Fragezeichen. Wir haben hier unsere Hauptmission. Und hier Fragezeichen. Das ist ja schon der markierte Punkt. Das ist ein Ort noch nicht entdeckt. Ah, sonst könnte ich vielleicht auch dahin sogar Schnellreise machen, wenn wir das schon entdeckt hätten. Könnte ich mir vorstellen. So, das heißt, wir sind jetzt hier auf dem Planeten. Und können jetzt einfach frei rumspazieren. Ich orientiere mich ein bisschen unten links an der Map und ich würde sagen, ich versuche mal zu meinem Missionsziel zu kommen. Ach, da unten muss ich lang. Hopp. Hallo. NPC-Gerede finde ich immer super. Jo, wer bist du? Irgendein Saugroboter. Irgendwie. Ach nee. Das ist ein ETA-Minibot. Elektronisches Ächzen. Okay. Sie leben hier einfach, wer bist du? Okay. Neuatlantis, es sieht schon schick aus. Kein Kopfgeld? Ja, das hoffe ich doch. Der läuft mir einfach durchgehend hinterher und macht irgendwas. Cool. Oh, wer bist du? Ach, irgendeine Werbetafel. Young, attractive, fresh. Seductive? Emotional, beautiful. Enhance. Die Schrift war sehr schwierig zu lesen. Wasser! Cool. Ich kann schwimmen. Weißt du, wenn ich mich hinducke? Ich kann mich nicht im Wasser hinducken. Oh, warte mal. Ich habe ein bisschen Schaden, merke ich gerade. Bekommen. Ich bin gar nicht. Okay, man heilt sich nicht von selber, sondern nur über Medipacks und so. Okay. Wow. Ist ja gerade irgendwas rübergeflogen? Digga, er kann übel weit hüpfen. Warum ist da ein Mensch im Wasser? Okay. Was habe ich da aus dem Augenwinkel mitbekommen? Wir haben Hyperloop oder. Ne, ist nur eine normale Zugstation. Aber trotzdem, wir haben einen Zug. Wie geil. Weinsteigen. Transitwagen. Wir wollen zum Mastdistrikt. Wir haben noch einen Wohndistrikt und einen Geschäftsdistrikt, aber wir machen erstmal die Quest. Cool. Okay, man kann leider nicht sehen, wie man tatsächlich da lang fährt. Oh, Mastdistrikt. Was ist denn ein Mastdistrikt? Wie geil, die Menschen, die einfach rumlaufen und rumchillen. Also die Optimierung in dem Spiel ist echt. Die tut echt weh. Aber es war da rauszukommen. Ist es noch Early Access? Weiß ich gar nicht. Also ja. Ich hoffe mal, dass sich das in Zukunft bessert, weil sonst ja, wäre das nicht so geil. Was habe ich hier? Kann ich hier irgendwas machen eigentlich mit den Blumen? Okay, ich kann hier durch diese Seerunden einfach durchlaufen. Bin ein bisschen überfordert gerade. Es ist so geil einfach. Guck mal hier einfach so random überall Pflanzen. Man kann überall einfach hinspazieren. Ist vollkommen neutral, okay. Die Konstellation. Wir sind drin. Captain, everyone will be in the library, just inside. Die kleine Bibliothek, wie geil ist das? Oh, ich könnte hier so viele Bücher mitnehmen. Was bist du? Moment, hier war was? Schüssel. Hat jemand gesehen? Bevor ich da reingehe, sind die Türen hier aufgesperrt. Verriegelt. Verriegelt. Schade. Hallo. Moin. Geht's? Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Okay, jetzt kann ich wieder meinen Trip beschreiben hier. Helle Lichter und Musik. Ich hätte jetzt eher gesagt, irrer Weltraum-Spaceflug durchs Universum. Interesting. Aber das geht auch. Similar to Barrett's description of the experience. So, was ist Artefakt? Ah! Whether it happened or not wasn't in doubt. Noch andere Artefakte, Theorie, aber es ist echt gemütlich hier. Also richtig schön altmodisch. Artefakte reagieren. Aufeinander. Now, if we add this new one to the two we already have. Mhm. The artifact. If you could place it on the table here. Sehr gerne doch. That's it. Just like. Okay, reagieren die? Es ist irgendwas echt krank seltenes anscheinend. Oh, ja, sie machen was.
Look at how it's coming together. Das ist ein Kreis, aber es reicht nicht ganz für einen Kreis, oder? No manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that. Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. Was machen die? Ach, das sind mehr als zwei. Die lagen alle übereinander gestapelt, glaube ich, ne? Oder haben sie sich aufgeteilt? Nicht aufgeteilt. Rucksack. Mit ein paar Extracts. Finde ich super. You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Alright, Skillpunkte verfügbar. Wichtig. Ah, jetzt kann ich mir ein Skillpunkt hier aussuchen von den. Ich bin ein Level up und kann jetzt eine Sache komplett. Ne, zwei habe ich sogar schon. Ach, weil ich Level 3 bin. Ich habe ja schon mal ein Level up gemacht. Was wollen wir denn an uns holen? Oh, ich kann die einzelnen auch alle vier Stufen leveln. Eieieiei. Ich würde fast mal das nehmen, einfach, dass wir mehr ertragen können. Bis zu 100 Kilo extra, die ich tragen kann, okay. Ich mache jetzt mal Level 1, 10 Kilo, wobei... Ich gehe jetzt auf Level 2, glaube ich. 25 Kilo mehr tragen. Ah, ne, ich muss das Level 1 machen. Ah, jetzt habe ich hier eine Herausforderung. Und erst wenn ich die Herausforderung erfülle, bekomme ich das als Belohnung. Sprinte 1000 Meter, okay, okay. Und erst dann kann ich auf Level 2 upgraden, okay. Das ist ein cooles System. So, was haben wir hier? Wohlbefinden, mehr Gesundheit. Bin ich dabei. Okay. Sehr geil. Was haben wir hier? Sturzschaden wird permanent um 5% reduziert. Einfach so ein Skillbonus. Permanent 5% weniger Fallschaden. Das ist geil. Was haben wir hier? Antike U-Boot-Uhr. Masse 3. Okay, man kann ja alles looten, aber das kostet halt auch, ne? Also, Inventarplatz. Andererseits, wir sind ja am Raumschiff, da könnte ich die Sachen ja einlagern. Aber kann ich die da einlagern? Ich nehme es erstmal mit. Irgendeine Entdeckergilde. Ich bin bereit. Let's go. Jetzt eine Begleitung fixiert, wenn du fortfährst. Heißt nicht mehr Begleitung, dann bis wir das erste Artefakt finden, meinte sie gerade. Kann die auch kämpfen? Sehr geil, ne? Jetzt haben wir hier sich als Crewmitglied verfügbar. Und sie ist mein aktiver Begleiter. Geil, haben wir ihn auch noch zusätzlich? Ja, man kann sich eine richtige Crew zusammenstellen, einfach die dann mit einem am Erkunden ist, oder wie? Ah, okay, jetzt haben wir den Roboter aber nicht dabei. Andererseits gehört sie ja auch denen hier, mehr oder weniger. Jetzt weiß ich auch, wo das Atlantis heißt. Hier ist überall alles komplett mit Wasser dekomäßig zugebaut. Ausbildung von irgendwelchen neuen Soldaten. Wie gut. Cool. Und hier noch hinterher? Ach, da bist du. Moin. Wir gehen mal hier hoch, würde ich sagen. Hallo, guten Tag, Soldat. Vanguard. Können wir uns einen Job holen, mehr oder weniger? Boah, Rabatt auf alles Mögliche. Und eine Wohnung. Vielleicht später. Was an dem Sol-System so schlimm? Ja, gute Frage. Unbeliebteste Posten in der ganzen Flotte. Okay, ich denke mal, Umweltverschmutzung und Überbevölkerung hat ein bisschen. Ist ein bisschen eskaliert da auf der Erde und am Mars anscheinend auch. Finde ich ganz cool eigentlich. Kann man irgendwie bestimmt sich auch anmelden, kriegt dann so Quests immer reingeschoben. Nach unten? In den Keller oder was? Ah, Fahrstuhl. Hallo. Brauchst du den Kaffee noch? Danke für den Kaffee. Ich verschwinde mal. Upp. Wo wollen wir hin? Warte mal, stopp, wir haben gar keine. Ich musste nach unten. Aber der Fahrstuhl markiert jetzt gar nicht, wo wir hin sollen. Been a long time since I've been to Mars. Ach, sie macht das, okay. Soul System doesn't get a lot of traffic. Ausrüstung tauschen. Kann ich jetzt einfach Munition von ihr nehmen? Sie gibt mir einfach Munition. Ehre. Okay, ich will nach unten fahren. Aber wo ist unten? Ich denke einfach mal, es ist hier sinnvoll geordnet, dass das die unterste Etage auch ist. Wir werden sehen. Haben wir eine Camp, wenn wir wieder stehen zwischendurch, ne? Naja, ist alles nur temporär. Okay, nein, hier war nicht die richtige Ebene. Ah, jetzt wird richtig angezeigt. So, guck mal. Okay, weiß nicht, warum die gerade nicht angezeigt wurde, aber jetzt sind wir da. Alter, schick. Bisschen hier bahnhofsmäßig. Okay, ist ja auch ein Bahnhof. Wir hätten auch zu Fuß hier lang gehen können. Gut. Ja, ja. Und ab zum Raumhafen. Dann fliegen wir gleich zum Mars rüber. Gefällt mir. Oh, Wetter gibt's auch. Geil. Bisschen wolkig hier. Ich sprint hier erstmal richtig schön hin. Kann ich eine Waffe eigentlich draußen haben? Oder werden die dann... Ah, okay, kann ich nicht. Gut. Aber wenn ich sprint, verbrauche ich Sauerstoff. Nee, ich brauche CO2.
Warum steht links Sauerstoff und rechts hier CO2, Kohlenstoffdioxid? Das ist, glaube ich, auch meine Ausdauerleiste, kann das sein? Ich habe bestimmt so eine Sauerstoffflasche im Rücken und die füllt sich dann rechtzeitig nach. Aber wenn ich irgendwie sprinze, dann brauche ich die Ausdauer, dass ich nicht schnell genug nachfüllen kann. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Würde ich mal von ausgehen, soweit. Der Raumhafen ist schon geil. Okay, hier komme ich anscheinend auch nicht raus. Das sieht mir sehr nach Map-Ende aus. Guten Tag. Hast du schon auf Schiff aufgepasst hier? Ja, das Schiff ist schon ein bisschen benutzt. Ich muss mir demnächst mal ein neues besorgen. Aber noch habe ich kein Geld. Ach, ich hätte auch schnell reisen können zum Schiff. Naja. Wie geil, die sitzt auch hier und macht dann Sachen. Bedient die dann irgendwie Kanonen oder was auch immer? Ach, das ist nur ein Schleudersitz, weil das generell ein Sitz sitzt. Der Sitz heißt Schleudersitz. Das geht eigentlich um die Konsolen hier. Okay. Also ich könnte aber eigentlich bis zu 2 Begleiter haben. Und in anderen Schiffen dann vielleicht noch mehr Begleiter. Okay, that's it. Time to sell some. Das wollte ich nicht. Habe ich es gerade richtig gesehen? Dass ich 4 Krater dabei habe, das wäre Schwachsinn von jeder Wache mehrere dabei zu haben. Gut, nochmal ein bisschen Inventarplatz frei gemacht. So, ach, wir haben noch 2 Rucksäcke. Ah, haben wir den neuen Rucksack bekommen, ne? Ja, okay, der sieht auf jeden Fall besser aus von den Sets her. Das heißt, einfaches Boostpack ist auch drauf, das gleiche wie auf dem. Heißt, wir ziehen den an und werfen ihn weg. So. Was ich aber jetzt machen wollte. Oh, ja gut. Die spawnen die oder bleiben die im Schiff liegen? Ne, ich glaube mal, die bleiben nicht liegen, sonst könnte man das ja ein bisschen unendlich Lagerplatz hier. So. Alter, ich kann sogar das ganze Model hier richtig drehen und alles. Oh, das ist cool. Upsala, Hilfe. Scheint ein relativ komplexes Crafting-System zu geben. Schiffsteile zum Reparieren von Hüllenschaden. Aber wo habe ich denn... Oder sind das 2 verschiedene Lagerkisten hier? Das sind 2 verschiedene Lagerkisten. Glaube ich. Man kann das Spiel auf Deutsch stellen. Das hätte ich vielleicht mal eher wissen sollen. Gut, weiß nicht, warum das standardmäßig auf Englisch war, aber nun ja. Jetzt wissen wir es.